Es gibt viele gute Smartphones auf dem Markt. Mittlerweile muss man auch nicht tief in die Tasche greifen, um ein tolles Smartphone zu bekommen. Für knapp 500 bis 600 Euro hat man echt die Qual der Wahl. Viele Hersteller haben in diesem Preissegment wirklich ordentliche Geräte. Doch in der Spitze sieht das ganz anders aus. Bei absoluten High-End-Geräten denken viele immer nur an iPhones oder vielleicht mal an ein Samsung-Gerät. Na gut, hin und wieder denken Leute auch an Xiaomi oder auch der ein oder andere auch an Huawei. Das Honor Magic 6 Pro ist aber ein absoluter Geheimtipp. Und warum ich das schon so lange nutze, erfahrt ihr in diesem Video. Schauen wir uns mal den Lieferumfang an. Generell etwas spärlich, denn neben dem Smartphone selbst gibt es das Kabel, aber nicht einmal mehr einen Ladestecker. Das kennen wir ja auch bei anderen High-End-Geräten. iPhones und Samsungs geben ebenfalls keine Ladegeräte mehr mit. Vorne sieht das Honor Magic 6 Pro richtig toll aus. Ein 6,75 Zoll großes OLED-Display mit winzigem Rahmen, dazu 120 Hz Bildwiederholrate, Quad HD Plus Auflösung mit 453 ppi. Alle Farben sehen super knackig aus, Kontraste sind schön und auch die Helligkeit ist absolut gleichwertig mit den Samsungs und den iPhones dieser Welt. Vor allem jetzt im Sommer ist das vielleicht wichtig. Wenn ihr draußen mal mit tollem Sonnenschein auf das Display schauen wollt, dann seht ihr auf diesem Honor wirklich noch viel. Oben ist noch ein kleiner schwarzer Balken, der sehr an das iPhone erinnert. Dafür aber deutlich kleiner ist. Nicht nur das ist besser als beim iPhone, auch an der Unterseite ist noch ein Fingerabdrucksensor. Alles in allem also ein gutes Smartphone bisher mit richtig tollem Display. Aber auf der Rückseite sieht das jetzt nicht weniger spannend aus. Das ist erstmal einzigartig, denn die Rückseite des Geräts ist aus biologisch abbaubarem Kunststoff, auch bekannt als EPI. Hört euch das mal an. Das klingt erstmal so, wie wenn es ordentlichen Grip hat, aber es ist erstaunlich oder rutschiger, als man es optisch erstmal erwartet. Und dadurch, dass es auch ein großes Smartphone ist, solltet ihr da vielleicht ein bisschen aufpassen. Es ist aber auch nicht zu übersehen, dass dieses Kameraelement hier einen sehr großen Teil von der Rückseite einnimmt. Hat zugleich einen Vorteil als auch einen Nachteil. Nachteil ist natürlich, wenn ihr das auf einen Tisch stellt, dann liegt das erstmal auf. Der Vorteil aber ist, dadurch, dass es so symmetrisch ist, wippt das Gerät jetzt nicht wirklich groß, wenn ihr das auf einem Tisch nutzen solltet. Das Honor Magic 6 Pro verfügt über ein fortschrittliches Kamerasystem. Es bietet ein Falcon-Kamerasystem der nächsten Generation mit einer 180 Megapixel Periskop-Kamera mit bis zu 100-fachem digitalem Zoom und einer 50 Megapixel Hauptkamera mit einstellbarer Blende. Zusätzlich gibt es noch die 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ich sage euch eins, bei Tageslicht sind die Bilder absolute Klasse und wenn ich sie in meiner Google Fotos App jemandem zeige, dann frage ich immer, welches ist von dem iPhone oder was glaubst du, welches ist das beste Foto? Und kaum einer sagt, dass das hier von einem Android-Smartphone sein sollte und schon gar nicht von einem Honor, weil man das erstmal nicht so mit High-End assoziiert. Aber das spricht einfach nur für das Gerät. Aber ich finde tatsächlich die Farben etwas blass. Das sieht sehr, sehr natürlich aus. Mein persönlicher Favorit ist immer nur, wenn es ein bisschen knackiger ist. Aber dafür habe ich euch die Bilder eingeblendet. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und könnt da euren Favoriten wählen. Allerdings finde ich ja schon auch insbesondere Porträts sehr, sehr gelungen. Gelungen ist aber auch die Performance. Das Honor Magic 6 Pro bringt es an die Spitze der Premium-Smartphones. Die Benchmark-Ergebnisse des 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test zeige ich euch mal hier. Da ist es so, dass tatsächlich dieses Smartphone mit 5201 Punkten einfach ein bisschen mehr Leistung aus dem Qualcomm-Prozessor rausholt als andere Geräte. Naja, Benchmarks sagen ja meistens nicht ganz so viel aus. Im Alltag sieht es tatsächlich so aus, dass mir einfach alles wie Butter läuft. Auch bei Games gibt es keine Frame Drops. Generell bietet hier der Snapdragon 8 Gen 3 hervorragende Leistung. Wenn man also wirklich viel Geld für ein Smartphone ausgibt, dann möchte man ja auch ein bisschen was erwarten. Und hier gibt es einfach nichts zu meckern. Auch beim Akku ist die Leistung extrem top. Wir bekommen hier tatsächlich 5600 mAh. Das unterstützt aber auch Fast Charging mit 80 Watt sowie Wireless Fast Charging mit 66 Watt. Und im Alltag heißt es einfach, dass ihr den Akku so schnell nicht leer bekommt. Zumindest mal nicht, wenn ihr das normal nutzt, dann haltet das Ding gut und gerne mal 2 Tage oder sogar etwas mehr durch. Wenn ihr aber viel Bilder bearbeiten oder viel AI-Funktionen dann auf diesem Gerät macht, dann habt ihr natürlich dann gut und gerne mal einen ganzen Tag und erst am zweiten Tag müsst ihr ihn laden.
So viel dazu. Ich habe in meinem Stresstest tatsächlich mal geschafft, einmal sogar 14 Stunden Displayzeit zu bekommen. Das ist absolutes Akkumonster. Es ist ein tolles Smartphone, eine gute Kamera, ein sehr, sehr geiles Display und außerdem haben wir von Fast Charging über Wireless Charging alles mit an Bord. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Fazit. Das Honor Magic 6 Pro ist eine 8 von 10, 8,5 von 10, vielleicht sogar 9 von 10. Es ist in allen Belangen eigentlich sehr gut, teilweise besser als ein iPhone, teilweise besser als jedes andere Gerät. Es hat wirklich in jeder Disziplin oben mitzusprechen. Warum es euch aber nicht empfehle, ist einfach nur ein persönliches Empfinden. Mir persönlich fehlt hier das Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß einfach nicht, warum ich euch das hier empfehlen soll, wenn es da draußen iPhones, Samsungs und Xiaomis gibt, die alles ähnlich gut können und das hier aber jetzt auch zum Beispiel auch nicht günstiger ist. Also ich habe immer noch Fragezeichen. Wenn das aber etwas im Preis fallen sollte, dann ist das hier absolut geil. Wenn wir aber den Preis außen vor lassen, kann ich sagen, an sich ist das ja ein absolut geiles Gerät. Go for it! Mir fehlt nur ein bisschen diese Smartphone-Liebe. Naja, ich hoffe, das, was ich euch damit sagen möchte, kommt in diesem Video rüber. Es ist ein absolut geiles Gerät, richtig empfehlen. Kann ich es tatsächlich nur jemandem, der Honor-Smartphones mag und jetzt auf der Suche ist nach etwas anderem, dann gerne, weil das Smartphone ist geil. Ansonsten, ja, fehlt mir ein bisschen Smartphone-Romantik.